2 Jahre. 5 Kontinente, 12 Länder, 160.000 Kilometer. Über 300 Stunden auf Video, 10.000 Fotos. 1.000 Wasserflaschen, 200 Hotelzimmer. 49 Interviews, 9 Fabriken, 6 Müllhalden. Eine Reise entlang der Plastikstraße. Ich habe mir nie Gedanken über Kunststoff gemacht. Dabei steckt er in allem. Von meinen Polyester-Betttüchern bis zu meinen Flipflops aus Schaumstoff und meinen Körperpflegeprodukten. Als ich mir bewusst wurde, mit wie viel Kunststoff ich täglich in Berührung komme, wusste ich, dass ich etwas tun musste. Schon wahr, er macht es mir bequem, er hält meine Lebensmittel frisch. Aber was passiert jenseits der Recyclingtonne damit? Je genauer ich hinsah, umso klarer wurde mir, Ex und Hop, so ist das mit dem Kunststoff. Wie zum Beispiel den winzigen Peeling-Kügelchen in meiner Seife. Wir brauchen dieses Material. Ohne Kunststoff könnte ich keinen Film drehen. Dennoch begann ich darüber nachzudenken, welchen Preis hat eigentlich mein Leben inmitten von Wegwerfartikeln? Wie ich herausfand, kann so gut wie kein Organismus Kunststoff abbauen. Das heißt, sämtliche jemals aus Plastik hergestellten Gegenstände, bis auf die wenigen, die verbrannt wurden, existieren weiter. Der erste Stopp auf meiner Reise, ein Ort, der tiefer als alle anderen Orte liegt, der tiefe Ozean. Plastik ist zur Plage geworden. Unsere Ozeane sind eine einzige Plastiksuppe. Schon seit 7 Jahren sucht Captain Charles Moore Gebiete inmitten des Pazifiks ab, in denen sich verstärkt Plastik ansammelt. Ich wurde eingeladen, an Bord zu kommen und mir diesen sogenannten Müllstrudel mit eigenen Augen anzusehen. Wir sind unterwegs zum Nordpazifikwirbel, zum östlichen Müllstrudel. Wir brauchten eine Woche, um in dieses Gebiet weit abseits aller Schifffahrtswege zu gelangen. Bei einem Unglücksfall, etwa bei einem Brand oder ginge jemand über Bord, käme jede Hilfe zu spät. Ich fühlte mich dort sehr klein und sehr allein. Wir waren 1600 Kilometer vom US-amerikanischen Festland entfernt, inmitten von etwas, das ungefähr so groß wie Westeuropa ist und Wirbel genannt wird. Es gibt 5 solcher Wirbel, je einen im Nord- und Südatlantik, im Nord- und Südpazifik und im Indischen Ozean. Diese Hochdruckwirbel werden durch bestimmte Wettersysteme verursacht. Sie sorgen dafür, dass sich die Atmosphäre regelrecht aufstaut und auf die Meeresoberfläche drückt. Im Zentrum des Wirbels entsteht dadurch eine Vertiefung, sodass sich ein ähnlicher Effekt ergibt wie in einer Toilettenschüssel. Das Wasser wirbelt im Kreis und der Abfall wird in den Strudel gezogen. Dort sammelt sich dann alles. Unser Ziel war der Nordpazifikwirbel, der sogenannte östliche Müllstrudel. Und tatsächlich, es dauerte nicht lang, bis die ersten größeren Plastikteile auftauchten. Bucket lid. Wir kaufen nichts mehr. Wir warten einfach, was so rantreibt. Eine Plastikflasche. Und wir sind hier fast 7000 Kilometer von der Küste Asiens entfernt. Eine Lichtschalterabdeckung im neuesten Wirbeldesign, könnte man sagen.
Über dieses Teil kann man nur staunen. Eine Leuchtstoffröhre, intakt und jede Menge Rankenfußkrebse dran. Wir schliefen nicht viel. Wir waren auf der Jagd nach Plastik. Und mich schlug das sofort in Bann. Ich hatte das Gefühl, höchstpersönlich den Ozean zu säubern. Wenn ich nicht filmte, stand ich mit einem Netz bewaffnet am Bug und suchte mit den Augen den Horizont ab. Mein Fang bestand aus Netzen, Flaschen, Eimern, Netzschwimmern, einer Leuchtstoffröhre, einem Farbroller, Plastikverpackungen und lauter so Zeug. Ich hatte mir so eine Art schwimmende Müllhalde vorgestellt. Aber man sieht nur hier und dort mal was treiben. Doch wenn man eine Stunde herumfischt und einem dabei klar wird, wie klein der Abschnitt ist, den man absuchen kann, und wenn man dann noch bedenkt, dass nur die Hälfte aller Kunststoffe an der Oberfläche treibt, bekommt man ein Gefühl dafür, wie viel Plastik hier sein muss. Nach UN-Angaben schwimmen im Ozean pro Quadratkilometer etwa 18.000 Plastikteile. Man muss die Menge von Abfall millionenfach multiplizieren, um eine Vorstellung zu bekommen, wie viel da tatsächlich herumschwimmt. Das ist bestimmt schon brüchig. Oh ja. Und wie? Very brittle. Extrem brüchig. Charles Moore zufolge können größere Teile wie dieses Styropor jahrzehntelang an der Oberfläche schwimmen. Sie werden dann zum Sammelplatz für Rankenfüßer, Krabben und andere Meerestiere. Wie ernst nimmt die Kunststoffindustrie diesen Materialzerfall im Ozean? Das ist ein gewaltiges Problem. Wir nehmen es sehr ernst. Hier geht es um Erziehung, denke ich. Man muss den Menschen beibringen, dass es ihr Fehlverhalten ist, das die Albatrosse sterben lässt. Und das zu den vermüllten Buchten führt, die niemand mehr aufsuchen will. Das muss sich ändern. Ausgehen muss das von unseren Familien, unseren Schulen, unseren Kirchen, von überall, wo uns der Gedanke vermittelt wird, dass wir uns nicht wie Schweine aufführen dürfen. Für eine beachtliche Menge des Abfalls ist die Fischereiindustrie verantwortlich. Aber zu 80% stammt er vom Festland. Er landet im Rinnstein, wird in Flüsse geweht und gelangt zuletzt ins Meer. Mit meinem Netz ließ ich nicht alles herausfischen. Wenn ich schwimmen ging oder jedes Mal, wenn ich über Bord blickte, sah ich Kunststoffpartikel im Wasser schwimmen, wie Konfetti. Sonnenlicht und Wellen brechen die Gegenstände in immer kleinere Teilchen auf, aber Plastik bleibt Plastik. Captain Moore hatte ein Spezialschleppnetz, mit dem sich die kleineren Stückchen einsammeln lassen. Als er diesen Fang im Behälter ausleerte, verstand ich, warum er das Meer Plastiksuppe genannt hatte. Manche der Plastikpartikel ähneln dem, was Meerestiere fressen. Diese roten Stückchen zum Beispiel sehen fast aus wie Garnelen. Andere Kleinstteile wirken wie Fischeier. Der Lebenslauf aller Gegenstände aus Plastik beginnt mit diesem Granulat, mit solchen Pellets. Das ist Nelly das Pellet. Sie und all ihre Verwandten sind die Bausteine für Plastik aller Art. Die DNA von Flaschen, Tüten und Stoßstangen. Unter Druckgebläse befördern die Pellets in Eisenbahnwaggons, die es in die Kunststofffabriken bringen. Zu diesem Zeitpunkt kann noch alles Mögliche aus ihnen werden. Was wirst du mal werden? Ein Computerbauteil. Ich eine Butterbrotdose. Ich eine Feuerspritze. Und ich Teil einer Gitarre. Und aus mir wird ein Rasierer. Und aus mir ein Sofa. Ned wird's allerdings leider nicht schaffen.
Wir entnehmen solche Proben und bestimmen nach Gewicht das Verhältnis von Plastik zu Plankton. So können wir sehen, wie viel jeweils an Nahrung enthalten ist und wie viel an Kunststoff. Bei dieser Probe schätze ich das Verhältnis von Plastik zu Plankton auf über 10 zu 1. 10-mal mehr Kunststoff als natürlich vorkommende Nahrung. Ekelhaft. Wie ist es möglich, dass wir an einem der am weitesten abgelegenen Orte der Welt mehr Plastik als lebende Organismen vorfinden? Wie ist all der Kunststoff hierher geraten? Die Sache hat eine Vorgeschichte von 100 Jahren. Gegen Ende des 19. und zu Anfang des 20. Jahrhunderts wurden verschiedene Kunststoffe entwickelt, um den Schwund der natürlichen Ressourcen auszugleichen. Viele dieser Stoffe verwenden wir noch heute. Die Chemiker suchten nach Alternativen zu Elfenbein, Horn, Schellack, Gummi, Kork, Seide und vielen weiteren Naturmaterialien, die seltener wurden. Sie fanden heraus, wie man Nebenprodukte der Ölraffination und der Kohlendestillation in synthetische Materialien umwandeln kann, aus denen sich alles Mögliche formen lässt. Folien, Beschichtungen, Textilien, Klebstoffe. Und genau diese Formbarkeit macht Plastik zu Plastik, man, come on! Plastik. So, what's it known for? It's known for its durability. Wofür ist es bekannt? Für seine Haltbarkeit, für seine Säurebeständigkeit. Die Herstellung beginnt auf molekularer Ebene. Jeder Kunststoff wird also passgenau auf eine bestimmte Anwendung zugeschnitten. Plastik ist ein fantastisches Material, aus dem man alles machen kann. Von Herzklappen über Einkaufstüten bis zu Flaschen. Wir können Kunststoffe herstellen, die kleben, die leicht zerlegbar sind, die bei Pharmaprodukten eingesetzt werden können. Die heutigen Kunststoffe sind ganz anders als die zu Großvaters Zeiten. Es ist einfach schön. Man kann fast alles in einer Plastikversion kaufen. Siehst du es, sagst du nur, klasse. Für die Menschheit ist es in den letzten 50 Jahren wahrscheinlich sehr wichtig gewesen. Es hat uns ermöglicht, Unglaubliches zu erreichen. Es wandelt sich mit unserem Lebensstil, unserer Kultur, es kann sich Geschmacksmoden anpassen, die Farbe wechseln. Es ist der Lehm unserer Zeit. Der Zweite Weltkrieg trieb den Bedarf an Kunststoffen weltweit in die Höhe. Die damaligen Materialien gingen in die Massenproduktion. Um den Kriegsbedarf zu decken, wurde massenhaft produziert. Nach Kriegsende brauchte man neue zivile Absatzmärkte, um die Fabriken nicht schließen zu müssen. Nach 1945 rollten statt der Panzer PKW vom Band. Die neuen Produkte wandten sich an den optimistischen Konsumenten der Nachkriegszeit, der genug hatte von Vorratsdenken und Rationierungen und sich nur zu gern den angebotenen Lebensstil kaufte. Vielfalt und Freizeitspaß, das Ende jeglicher Mühsal, Konsum und die Bequemlichkeit von Einwegartikeln. Eine Flut bunter, billiger Plastikgegenstände ergoss sich in das typische Durchschnittszuhause.